Okay, dann würde ich gerne als nächstes Mal wir ein bisschen über so das tägliche Brot, also baggern, pritschen, so wie wir auch so einen ersten Tag anfangen. Einfach mal ein bisschen Technik angucken und da so ein paar Keys mitgeben. Wenn eine, und das ist bei den Jungs sowieso gegeben, eine grobe Bewegungsvorstellung da ist, trainieren wir immer die ganze Bewegung. Das heißt, wir brechen das nicht mehr runter und trennen irgendwas in nur Arm oder nur. Wir machen immer die komplette Bewegung. Aber es gibt ja auch viel die Schule, wo man das so weit runterbricht und man fängt an, weiß ich nicht, beim Pritschen, das erste ist einen Ball vom Boden aufheben, immer in der Form. Okay, das mache ich 10 Mal. Und dann, also dass man das in 15, 20 Steps runterbricht. Ja? Sobald irgendwie eine Bewegungsvorstellung da ist, die ganze Bewegung. Und dann lenken wir den Fokus auf den Teilbereich, an dem wir arbeiten wollen. Okay, das würde ich jetzt gern einmal anhand vom Baggern oder Annahme durchgehen, dass ihr mal so eine Idee kriegt, wie wir dann Key für Key abarbeiten. Okay? Wichtigste Sache beim Baggern: Spielbrett. Okay, wir brauchen ein sauberes Spielbrett, wo möglichst keine Ecken und Kanten drin sind. Das heißt, Handhaltung ist ganz entscheidend. Wie bekommen wir das hin? Wir wollen, dass Handgelenke und Hände zusammen sind. Okay? Das heißt wirklich die Handgelenke. Ihr könnt so anfangen, jetzt in der Ausgangsposition einfach beide Handgelenke zusammen. Ja, könnt das alle mal machen. Okay? Und jetzt die Hände ineinander greifen. Ja, ihr könntet auch andersrum anfangen, dass ihr die Hände so übereinander legt. Nicht zu viel Fleisch greifen, relativ die Fingerspitzen. Dann die Daumen zusammen, ja, dass die Handgelenke zusammen sind. Dadurch haben wir ein schönes, gerades Spielbrett. Okay? Also wir wollen nicht, dass das zu stark verschoben ist, ja, oder dass zu stark aufgedreht wird. Ja, es gab mal unter Moculescu diese Schule, dieses ganz extreme Aufdrehen. Ja, das kam daher, dass er Leute hatte, die nicht so das Gefühl hatten, um die irgendwie in die Annahme zu stellen gegen Sprungaufschläge. Es war eine Zeit, wo sehr viel Sprungaufschläge gemacht wurden, hat er sehr stark aufgedreht, um einfach dieses breite, fleischige Brett da zu haben. Ich glaube, das ist aber sehr viel Spannung in den Schultern verursacht. Das könnt ihr selbst mal ausprobieren. Wenn ich zu sehr drehe oder runterziehe, merkt ihr sofort Spannung in den Schultern. Das heißt, wir sollten möglichst weich sein. Okay? Das heißt, wir fangen jetzt an. Erster Key wäre Handgelenke und Hände zusammen. Okay? Wir machen das paarweise. Ich mache es euch einmal vor. Malte, wirst du einmal Ball zu mir? Guckt einmal zu. Ja, Partner hier hinten steht jetzt schon mit Handgelenken und Händen zusammen. Okay. Er wirft den Ball. Gut. Okay, noch einmal. Okay. Gut, wir machen nur das. Hinten bitte, ihr steht schon mit Handgelenken und Händen zusammen, als wären die zusammengeklebt. Vorne, ihr dürft nur den Ball werfen, wenn euer Partner hinten mit Handgelenken und Händen zusammensteht. Okay? Gut. Hier nochmal. Nicht so sehr aufdrehen, Handgelenke zusammen und jetzt die Hände greifen. Okay, genau. Nicht so viel Fleisch. Lass die mal hier mehr übereinander. Okay, gut. Okay, Handgelenke, Hände zusammen und die bleiben zusammen, auch nach dem Spielen. Okay, was ist unser Ziel? Wir wollen möglichst bei allen Techniken einfach, einfacher, so einfach wie möglich. Ja? Dass wir es so leicht wie möglich wiederholen können, immer wieder dasselbe machen können. Ja? So wenig wie möglich zusätzliche Bewegung. Wir machen die ganze Bewegung. Der Fokus ist nur auf einen Teilaspekt. Das ist ganz wichtig. Die könnten jetzt ja auch 5 Sachen im Kopf haben. Okay, ich sagte, beim Baggern ist wichtig 1, 2, 3, 4, 5. Okay, auf geht's. Ja? Chaos. Andere Extrem wäre, okay, wir brechen das runter, wir machen nicht die gesamte Bewegung, sondern isolieren noch weiter. Das heißt, Beine sind komplett weg. Wir
baggern vielleicht nur im Sitzen auf dem Kasten. Okay? Das wäre das andere Extrem. Dazwischen ist, wir machen immer die gesamte Bewegung, das heißt komplex, aber der Fokus ist auf einem Key, auf einem Teilbereich. Anderes Beispiel, Block. Wenn es um Block geht, wir fangen an mit Beinarbeit, machen aber die komplette Blockbewegung. Aber der Fokus liegt, okay, erster Schritt klein, zweiter Schritt groß, nur Füße. Das heißt, ich gucke jetzt auch gar nicht, was noch ist. Da waren jetzt noch ganz viele andere Sachen, die wir korrigieren wollen. Die kommen jetzt im Schritt 2 und 3. Die beachte ich aber gar nicht und da kriegen Sie auch keine Rückmeldung zu. Sondern es geht jetzt nur darum, Hände, Handgelenke zusammen. Das machen wir so lange, bis Sie das haben. So lange arbeiten wir diesen einen Key ab. Okay, aber in der komplexen Bewegung. Verständlich? Das ist jetzt einmal übertrieben, dass wir schon so stehen. Ja, wir würden das im nächsten Schritt, kannst du die Hände wieder loslassen. Aber das ist einmal, um wirklich diese Idee zu geben, der Fokus ist jetzt auf diesem Zusammenhalten. Das heißt, ich werfe auch erst, wenn die so stehen. Ja, weil sonst, was passieren würde, wenn du die nicht so hinstellst, fangen sie schon anders an. Ja, deswegen müssen wir da anfangen, sie wirklich da festzuhalten.